alles bis zum Schluss unfassbar gut gemacht und die Möglichkeiten, die wir dann hatten, perfekt ausgespielt, sehr effizient heute gewesen. Und das andere ist klar, die Fans. Ich kam raus zum Warmmachen, ich dachte, ich bin in Frankfurt. Es war unfassbar und es war auch wirklich richtig, richtig laut zwischenzeitlich im Stadion. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir so lange wie möglich draußen bleiben mit den Fans, um mit den Fans feiern zu können, weil sie von wirklich viel auf sich genommen haben, um hierher kommen zu können, um uns zu unterstützen. Was auch ein Beweis dafür ist, dass ja, alle in der Region, all die mit Frankfurt gefiebert haben, daran geglaubt haben, dass wir das heute machen können. Und deswegen, heute ist es einfach nur ein Abend voller Stolz und purer Freude. Es war sehr emotional tatsächlich. Für mich persönlich schon viel erlebt. Spiel schon ein paar Jahre, aber ich glaube, dass das Spiel heute, jetzt können wir auch die andere Frage endlich weglassen, zu das, was 2017 passiert ist, für mich persönlich sehr weit oben in der Highlight oder in einem der Highlight-Spiele stehen wird. Riesenlob an die Spieler, was sie heute hier geleistet haben, von der ersten Sekunde weg. Und das dritte Riesenlob an unsere Fans, die ja hier etwas vollbracht haben, das es sonst wahrscheinlich kaum gibt auf der Welt. Man hat es gesehen nach dem Spiel, wie viele hier im Stadion waren. Und in dieser Symbiose haben wir diesen Riesenerfolg, diesen großartigen Sieg gefeiert. Und nochmal vielen Dank an die Spieler, vielen Dank an die Fans und sorry zum FC Barcelona, falls das so aufgefallen ist.